So. Entschuldigung, gelehrte Halen. Da bist du ja wieder. Hm. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Denke schon. Was genau macht ein Gelehrter bei der Bruderschaft? Wir tun alles, was die Piloten und Soldaten brauchen, um ihre Mission durchzuführen. Alle Forschungen, Reparaturen, taktische Planungen, so ziemlich alles. Wir übernehmen die technischen Aufgaben. Ich bin ein Einsatzgelehrter und daher mit den Soldaten unterwegs. Manchmal drücke ich auch gerne selbst den Abzug. Aber keine langweiligen Einzelheiten mehr. Bist du bereit, für den Auftrag auszurücken? Ja, aber sicher doch. Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Okay, Karte wurde aktualisiert. Begonnen. Quartiermeister. Berge die haptische Antriebstechnologie an den Abfall. Okay. Gut, machen wir das mal. Paladin. Du bist jetzt ein Anwärter der Bruderschaft. Nimm dir ruhig, was du an Vorräten für deine Aufträge benötigst. Ja, wo habt ihr die denn, die Vorräte? Ist so alles leer schon, oder? Na gut, gehen wir mal, ne? So, hier noch einmal schnell speichern. Und dann mal gucken, ob da auch wirklich mein Mikro an ist, weil ich habe das manchmal das Gefühl, dass OBS einfach, wenn ich irgendwas drücke, okay, scheint alles in Ordnung zu sein. Gut. Weiter geht's. So, wir müssen wohl jetzt zu der College-Verwaltung, kann das sein? Ich glaube, wir müssen halt zu dieser College-Verwaltung. So. Gelehrte Helen hat mir, oder Helen hat mir die Mission erteilt, etwas technologisch an einem bestimmten Ort für sie zu holen. Ich muss dorthin das Artefakt finden und es ihr unversehrt bringen. Okay, Technologie aus Abfallentsorgung Jolbert Brothers. Okay, diesmal was anderes. Gestern war das mit diesen College Square Station, glaube ich, hieß das. Es scheint also random zu sein, aber... Oh gut, okay, gut, kann auf Karte zeigen. Wo ist das? Ich werde da jetzt nicht ganz schlau draus. Bei Abfallentsorgung Jolbert Brothers. Wo ist denn das? Ist doch meistens doch diese Tür denn hier, ne? Okay.
mache ich das mal hier raus. Das okay, da muss ich also jetzt hin, ne? Gut. Wo ist das jetzt? Diese Richtung? Ich hoffe mal, dass das richtig ist. Interessant, interessant. Was ist denn das hier? Können wir mal ein bisschen rennen? Ich glaube, wir müssen hier lang. Das leuchtet das schon so komisch. Okay, Abfallentsorgung Jalbert Brothers. Gucken wir mal. Wird das hier finden, was hier abgestürzt ist? Oder so? Ah, da ist es ja schon. Oh nein! Maulwurfsratten. Oh, ich liebe. Ach du Scheiße. So. Hier drin. Nice. Können wir ranzoomen und drehen. Schön. Nehmen wir natürlich. Grundkohle nehmen wir auch. Finden wir auch. Mit Bajonett. Okay. Oh, hier ist alles voll mit Strahlung. Oh mein Gott. Das erklär ich sicher nicht. Wo sind die Mistviecher? Was sind die denn jetzt? Da. Lass Dogmeat in Ruhe. Hat er auch noch Tollwut. Ah, hat er Angst gekriegt. Keine Munition mehr? Ist ja nicht so gut. Doch. Ist denn doch so ein Vieh hier oder was? Na! Alter. So, jetzt hoffentlich reicht das. Dogmeat hat das überlebt, das ist schön. Gucken wir mal, was in dieser Werkzeugkiste ist. Cool. Cool? Naja. Nehme ich aber mal mit. Oh Mann, Mann. Muss ja unbedingt was gegen die Strahlung mal tun.
Oh, nice. Nuka-Sherry. Lecker, lecker, lecker. Nuka-Sherry. Zigaretten. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Naja, erst durchstöbern. Aha. Und eine Melone. Sieht aber auch nicht mehr so frisch aus. Eine Kochplatte. Nein, komm, glaube ich nicht. Ich denke mal... Oh nein! Wieder so eine scheiß Maus. Ich glaube, wir müssen mal hier weg. Oh, die hat eine gute Durchschlagskraft hier, diese Waffe. Aber für einen Nahkampf ist es schon schlecht. Oh, was war das? So, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Was ist hier denn los? Was poltert denn hier so? Merkwürdig. Okay. Wie ist das denn? Kurze grüne Lumpen der Kinder vom Atom. Ah, die gehören zu diesen Atom-Fuzzis. Brauchen wir nicht, ne? Schade, die hat nicht diese Atomwaffe dabei. Was ist das eigentlich da für ein Gebäude? Ist das auf der Karte? Was ist das hier? Das habe ich. Also das ist bestimmt das, oder? Das ist diese Fertigungsanlage, ne? Da sind wir schon gewesen, ne? Das ist das, glaube ich, ne? Corvega. Ist das Standard da? Corvega ist das da, ne? Ja, da waren wir schon. Brauchen wir ja nicht nochmal hin, ne? So, dann bringen wir mal dieses haptische Teil da zurück. So ein Antriebs, ne? Haptischer Antriebsteilstück. Hier sind wieder die Ghule. Was? Kommt noch einer. Ups. Was, Alter? Oh, neues Level. Alter. Hier rumst das aber auch. Das reicht doch langsam. Ich hoffe, die wollen jetzt hier nicht noch mehr Minen runterschmeißen. Na gut, gehen wir hier weiter. Ah, und bei Level Up ist man auch gleich geheilt. Das ist schön. Dann würde ich sagen, werde ich die Aufnahme auch erstmal gleich hier beenden. Haben wir schon zwei Sachen abgeschlossen heute in dieser Aufnahme. So, wo ist sie denn? Wie sieht es mit dem Artefakt aus? Ja, habe ich. Habe ich. Warte mal. Wo ist jemand reingekommen? Das tut mir leid. Wer ist denn das? Auch so ein... Cool. Ich dachte, was geht denn hier ab? Gelehrter Halen? Gut, da bist du wieder. Heißt das, du hast die Technologie gefunden? Heißt es, ja. Hallo? Ich habe gerade an dich gedacht. Wie sieht es mit der Technologie aus? Ja. Welche Technologie? Jetzt nicht, ja. Hier. Und auch noch in gutem Zustand. Hier ist deine Bezahlung. Geht doch nichts über eine erfolgreiche Mission. Ich glaube, Dance wollte mit dir sprechen. Wenn du wiederkommst, habe ich eine weitere Mission für dich. Ja, das machen wir dann in der nächsten... Ach ja, wir skillen uns erstmal noch. Das wollte ich dann natürlich jetzt auch noch machen. Level up. So. Weiß ich, oder soll ich... Gestern bin ich hier auch auf Stärke gegangen, damit ich das voll habe. Aber ich denke...
bei Charisma. Wäre auch gut. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zur Verfügung. Es bestimmt deine Überredungskunst und verbessert Preise im Handeln. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Wäre natürlich auch gut, ne? Obwohl Stärke... Können wir mehr Sachen tragen. Wahrnehmung... Ist auch nicht zu verachten. Ich glaube, ich nehme mal Wahrnehmung. Okay. Na gut, so. Dann war es das für heute. Wir haben hier zwei Sachen geschafft. Wir haben eine Frau befreit aus dem Lager von den Kommenden. So richtig, nicht, dass ich was Falsches wieder sage. Hier, von denen hier, ja, Kommenden. Die gefangen gehalten haben von dieser Karawane. Was ja eigentlich nicht so nett ist. Und dieser Safe-Test scheint ja noch nicht ganz so hundertprozentig wirklich vertrauenswürdig zu sein, um da Synths rauszufiltern. Aber vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht, indem wir sie befreit haben. Das wird sich vielleicht noch herausstellen, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz scheint wohl dieses Institut auch nicht gerade so toll zu sein. Also, ne, sie gehören wohl nicht zu den Guten, aber... Ja, man weiß es nicht. So, und dann haben wir halt noch ein Artefakt gefunden und somit haben wir natürlich wieder mehr Vertrauen bei der Bruderschaft errungen. Und hier seht ihr schon, ne, was wir schon alles in den ganzen Aufnahmen hier freigeschaltet haben an Missionen, die auch noch natürlich offen sind. Hier wohnen ja diese Atomleute. Und da waren, hier ist, merkt man, dass es hier in dieser Ecke schon sehr, sehr schwer hier ist. Und ich befürchte, hier unten wird es genauso schwer sein. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, erstmal hier Erfahrung zu sammeln in diesem Gebiet hier. Hier ist, glaube ich, noch diese einfachere Sachen, die man hier machen kann. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt gleich mal aufhören, denn ich muss nämlich heute auch noch arbeiten und werde auch was essen müssen. Also, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und wenn es dir gefallen hat, gib mir doch einen Daumen und abonniere mich und schreib was Nettes. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer InselGamer. Tschüssi, Kowski.